Ja, hallo ihr Lieben. Weil es gerade der Anlass so schön hergibt, habe ich mir jetzt die Mühe gemacht, dann nochmal eben noch fix ein Video aufzunehmen und auch hier euch wieder schön zu zeigen. Also wir haben hier diese Runde, ja, also standardmäßig 6 zu 15 verloren. So, ne, und ja. Jetzt habe ich mir halt mal die Mühe gemacht, das mal zu analysieren. Also, jetzt sehen wir halt gleich auch am Anfang, ich habe jetzt auch gar nicht nachgeschaut, was da jetzt los war, ob das sein erstes Gefecht war, halt einfach mal das Spiel runterladen, Panzer kaufen, fertig aus, bumst mich jetzt hier weg. Diese zwei Pfosten kriegen es nicht mal hin, den Baum umzuwerfen, stehen da dort oben wie, genau, wie Graf Kacke. Ja, was soll ich dazu sagen? Bub, da geht der erste Volleimer schon raus. Ne? Also man kann sich natürlich schon mal für 80 Euro einen Panzer kaufen. Ne? Ein Überpanzer, einen unbalanceden Überpremium. Aber wenn man natürlich total dämlich ist und die einfachsten Sachen nicht kennt, dass man dort sich wenigstens irgendwie, also dass man weiß, dass die dort, also ich weiß es, deswegen habe ich mich auch dort dahinter gestellt. Ich wollte den Baum umwerfen, aber ne, die beiden haben ja gesagt, ja komm, verpiss dich, Top Tier, Neuner, wir sind hier die Premium-Schlunzen, wir bumsen hier alles weg und bumm, und da geht er raus. Gut, das war jetzt so der Klassiker. Das ist halt auch das, ne? Also da hast du halt auch als Top-Tier, ne? Bist du halt dann auch gerne mal limitiert. Ne? Aber gut, ich lasse das jetzt einfach mal nebenbei laufen. Ich hab mir jetzt mal die Mühe gemacht, das mal zu analysieren. Ne? Und zwar folgendes. Ne? Warum haben wir diese Runde verloren? Ja, ganz einfach. Wir haben die Runde verloren, weil sechs Leute, sage und schreibe, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute null Schaden auf der Uhr haben. Ne? So, und jetzt, ja, da kommen wieder die ganzen Unicums alle um die Ecke gekleckert. Ja, kein Schaden, wahrscheinlich alle AFK an der Base gekämpft. Alten Scheiß, alten Scheiß, ihr Lieben. Ich suche das mal raus. So, ich fange mal an mit dem T-44. Ja. Achter ist ja eh bloß der Assi. Ja. Er ist hier einfach nur die ärmste Sau, muss man einfach mal so sagen. Ja. Er hat immerhin zweimal gefeuert, hat einmal treffen dürfen und nullmal penetriert. Und vier Treffer erhalten, viermal vier Wirkungstreffer. Ne, also, so viel dazu. Ne. Das war der erste. So. Wo geht's weiter? Ja, gut. Ja. Der Progetto-Pfosten, reden wir nicht drüber. Ne. Einfach nur dämlich, dort oben sich so hinzustellen. Die kommt dort hinten über die Ecke und. Und klar, habe ich jetzt nichts weiter dazu dokumentiert. Gut, gehen wir mal weiter. Der andere Mochetto, der hat immerhin 807, also knappe 1000 Schaden gemacht, einen Kill. Okay, hier auch gerade schön gesehen. Ja. Die Schrotflinte ist wieder am Start, ja. Du triffst nichts. Das ist einfach nur ein lächerlicher Witz. Aber gut, sei es drum. Geht's weiter mit dem Standard B. Der Standard B, ne, habe ich auch. Ne. Einer der stärksten Kanonen auf Tier 9 im Spiel mit 268 Durchschlag. Und er hat immerhin siebenmal gefeuert. Er hat sechsmal getroffen und nullmal penetriert. Also wenn der dort nicht die ganze Zeit mit HE, ich weiß es nicht. Ja. Also ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Aber gut, sei es drum. Hier sieht man halt auch, ne, da fliegt keine Kette weg, nichts. Es gibt nur ein kleines Bouncy-Line für den Assi, ne, und ja, und dann war es das natürlich auch schon an der Stelle. Herr Burask und Co. und die anderen Boomser, die treffen natürlich alle immer. Ne, aber gut, sei es drum. Ja, siebenmal gefeuert, sechsmal getroffen, nullmal penetriert, Standard B. Top-Tier, Medium. Frage ich mich, wie das geht. Aber, also ich weiß ja, wie es geht, weil der Betrugsalgorithmus ihn das halt hat halt einfach. Ihm wurde alles verwehrt, genauso wie den anderen fünf Leuten. Fünf Treffer erhalten, fünf Wirkungstreffer kassiert. Gut, gehen wir weiter zum nächsten. Aber auch hier sehr schön zu sehen. Hier die ganzen Goldschlünzen treffen immer. Ne? Progetto hat immer getroffen. Ich habe halt auch nichts getroffen. Wie oft ich den Progetto verfehlt habe.
Mr. Goldburaske, das ist halt auch so der letzte Assi-Panzer im Spiel. Viel zu overpowered, also ein Gun-Handling. Die Unicorns kommen alle um die Ecke. Ja, das Gun-Handling, lange Einzelzeit. Also an mir fahren die immer vorbei und treffen jeden Schuss. Ne? Also das so viel dazu. Ne? Aber gut, anderes Thema. Ja, wir sind hier aber weiter im Betrugsmodus. Ne? Und dann geht's weiter. Ne? Standard B. Wer kommt denn als nächstes? Die ist, ach, der Lies, auch Premium übrigens, ein 8er Premium immerhin. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Der Lies, okay. Hat immerhin zweimal gefeuert, auch einmal getroffen, nullmal penetriert, 4 Treffer erhalten, davon 4 Wirkungstreffer. Also ihr seht, kein Betrugskettentreffer, kein Bouncy-Line, nichts für unser Team. Und wen haben wir denn dann noch? Die IS-3 haben wir noch. Auch 2 Schüsse abgegeben. Zweimal getroffen, also 100% Trefferquote immerhin. Nullmal penetriert. Auch die IS-3, ein guter 8er, Heavy. Gut, jetzt hier in so einem 9er Gefecht. Aber trotzdem 6 Treffer erhalten, davon 6 Wirkungstreffer. Ah, so, da fällt mir nichts mehr ein, ihr Lieben. Also ich sag's euch gerne immer wieder. Hier, das ist der größte Beschiss. Ich merke das selbst auch. Wenn mir hier nur hartes Gold in die Fresse spritzt, richtig schön spritz, da sind in dem anderen Team sind die Höschen nass. Und dann funktioniert es natürlich auch. Und das ist halt auch, ich kriege jetzt leider, es wäre halt wirklich mal interessant, wenn man diese Statistik mal noch etwas ausführlicher bekäme, dass ich jetzt zum Beispiel auch sehen würde, also wer hat jetzt wirklich alles, wie viel Gold geschossen. Aber bei so einem Ergebnis, wo einfach mal, ich sag mal, die auch und der Skoda T50 ist ja auch noch da gewesen. Der hat 2 Magazine hat er rausgelassen, also 6 Schuss und hat auch nullmal penetriert. Und da kommt dann so eine Null zustande. Und da hat, also hier ist keiner irgendwie AFK gegangen, weil die Mutti gerufen hat, das Abendessen steht auf dem Tisch. Ne? Schnullerbacke, komm mal und setz dich mit an den Tisch. Ja? Es gibt Wiener. Ja? Wiener Würstchen und Senf. Ja? Und wie es halt auch nicht selten der Fall ist. Ja? Und dann einfach mal so ein bisschen abschimmeln, schön dort in der Base stehen und ja, und das Team geht sterben. Ne? Ganz großes Tennis. Also bis auf diesen Pfosten in dem Premium über Progetto 46, der dort einfach mal da oben, ja, keine Ahnung, was das sollte, dort rausgegangen ist, mal ganz geschmeidig, nach 2 Sekunden. Hier Mr. Unicum Pro Gamer, Super Premium, Goldschlunze, ja, Abschimmler, keine Ahnung. Haben die anderen alle ihr Bestes versucht. Und ich gehe mal davon aus, dass die auch nicht, ich sag mal, ja, dass die wissen, okay, ich schieße jetzt hier nicht in die Vögel rein, sondern ich schieße ja auf den Panzer, der vor mir steht. Und mit Sicherheit auch nicht jeder dort, ich sag mal, vor dem E75 vielleicht stand. Wobei E75 bauen sich auch regelmäßig an der Seite, am Heck, an der Unterwanne. Also es ist ja überhaupt kein Schmerz. Also E75 bounced alles weg. Aber er ist ja mittlerweile draußen. Und ja, da gehe ich mal davon aus, dass die nicht alle dort an dem E75 hier sich zum Affen gemacht haben. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Die Leute waren halt einfach, es war keiner von denen war berechtigt, auch nur einen Penetrationstreffer zu landen. Einen, nicht einen. Ne? Null Schaden steht ja da auf der Uhr, ne, in der Zusammenfassung. Ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal null Schaden. Ja? Wenn wir diesen Idioten dort oben rauslassen, dann sind es immer noch 5 Leute, die ihr Bestes gegeben haben, die mitgespielt haben, wirklich mitgespielt haben. Ich kenne es ja selbst. Ja? Mir geht es ja auch nicht anders. Ja, wer steht denn jetzt hier oben? Ne? Wer steht denn oben? Ja, Progetto, G-Sor.
Ganz klar, mit seiner Gatling da oben drauf. Auch lächerlich, was der dort die Schüsse rausdonkt. Was dieser kurze Intra-Clip-Reload, dieser kurze Intra-Clip-Reload mit diesem Schaden, mit dieser Turmpanzerung, mit dieser kleinen Silhouette, mit dieser Gantebrechen. Es ist wieder der letzte Witzpanzer, den sie hier ins Spiel gebracht haben. Aber wie gesagt, ne, also man kann sich das Ding ja kaufen für richtiges Geld. Ja. Ach, da fahre ich lieber Motorrad. Aber gut, sei es drum. Nichtsdestotrotz ist halt trotzdem, oder ist es hier ganz klar, Burrask an dritter Stelle. Aber er hat ja schön mit Gold abgespritzt. Und da darf man halt auch was treffen, da darf man halt auch penetrieren. Ne? Also man kann ja gar nicht anders. Ne? So, ne? Und bei uns einfach mal 6 Leute mit 0 Schaden rausgegangen. Die haben sich alle bemüht, die haben ihr Bestes gegeben. Und ich kenne es ja selbst auch, das ist so dermaßen frustrierend, wie du einfach mal immer nur die Damage-Pinata für die Gegner bist, weil Schüsse, die auf dem Papier safe gewesen wären, halt einfach mal im Nirvana verschwinden, weil der Betrugsalgorithmus halt so geschickt steuert, dass das halt einfach so passieren muss. Und bitteschön, also ja, glaubt, gebt euch weiter diesen Illusionen hin, die ich sag mal, die ganzen Fanboys, ich will die auch alle gar nicht, ich will ja niemanden missionieren, sollen sie weiter ihre Flocken dort für diesen Abfall rauspulvern. Ich versuche nur die Leute, die noch nicht so dermaßen stark verblendet sind oder vielleicht überhaupt hier davon noch nichts gehört haben, überlegt es euch gut. 90% ist Frust, und ihr habt auch mal gute Runden, ja, gar keine Frage. Der Betrugsalgorithmus behandelt fast alle gleich. Also jeder liegt ungefähr bei seinen 50%. Aber es sind so viele Runden dabei, die außerdem ist ja dann auch, das ist ja eh bloß Beschiss, diese Win-Loss-Ratio. Also wenn ihr in 9 von 10 Gefechten sterben geht, einfach mal, und habt dann am Ende trotzdem 5 oder 6 gewonnen, dann seid ihr natürlich bei euren 52% irgendwas, aber ihr seid halt trotzdem einfach mal 9-mal sterben gegangen. Und das, ich weiß nicht, ob es das besser macht. Also, ich weiß es nicht. Gut, ihr Lieben, also dann in diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ich bin mal wieder raus, habt euch lieb und macht's gut und ciao, ciao.